Fast 8 Jahre lang stand sie unter Anklage. Mehr als 70 Verhandlungstage. Die Krebsärztin Mechthild Bach. 13 Patienten soll sie mit Morphium getötet haben. Die Kammer hat zunächst festgestellt, dass in den bisher untersuchten Fällen davon auszugehen ist, dass die Patienten ohne die Medikamentengabe nicht gestorben wären. Ich habe den Eindruck, dass dieser Prozess sehr unglücklich gelaufen ist. War Mechthild Bach wirklich eine Mörderin? Oder hat sie aktive Sterbehilfe geleistet? Ich habe immer das Gefühl gehabt, sie hat es richtig gemacht. Sie hat nichts falsch gemacht. Sie war für den Patienten da. Ich habe sie als Hausärztin gewählt. Oder war sie am Ende vielleicht sogar ein Opfer der Justiz? Ende Januar 2011 nimmt sich Mechthild Bach das Leben. Sie sah für sich keine Perspektive mehr. Das Verfahren Bach war innerhalb weniger Tage abgeschlossen. Ich hatte ja eine Mail geschickt, dass wenn sie reden möchte, dann sollte sie sich melden oder beziehungsweise ich würde auch gern kommen. Aber da kriegte ich dann keine Antwort drauf. Die Polizei Hildesheim hat uns mitgeteilt, dass Frau Dr. Bach sich möglicherweise das Leben genommen hat. Und im Laufe des Spätnachmittags war dann die Nachricht schließlich Gewissheit. Langenhagen, am Stadtrand von Hannover. Hier beginnt die tragische Geschichte von Mechthild Bach. Wo früher ein Ortskern war, ist heute eine Straßenkreuzung. Ein Einkaufszentrum ist der neue Mittelpunkt. In Langenhagen betreibt die Internistin Mechthild Bach seit 1989 eine Arztpraxis. Ihr Schwerpunkt? Krebsmedizin. In der nahegelegenen Paracelsus-Klinik hat sie Belegbetten. Sie war immer für den Patienten da. Sie war immer für den Patienten da. Hat immer geguckt, dass die Patienten auch mit Patienten zusammenliegen, was zusammenpasst. Sie hat selber auch, stand am Bett, hat die Hand gehalten. Also sie war nicht nur ansprechbar vom Telefon oder vom Dienstzimmer her. Sie war selbst am Bett. Sie war immer bei ihren Patienten. Man konnte sie auch immer erreichen. Sie ist auch immer gekommen, auch von der Praxis her. Katrin Osterwald hat 19 Jahre lang für die Ärztin als Krankenschwester gearbeitet. Sie war auch Zeugin vor Gericht. Mechthild Bach ist bei vielen Mitarbeitern, aber auch bei ihren Patienten sehr beliebt. Sie war sehr fürsorglich, ein sehr lieber Mensch. Sie hat sich um jeden gekümmert, nur nicht um sich selbst. Sie war eine sehr gute Ärztin. Sie war einfach nur lieb. Ich weiß nicht, wie ich das sonst noch bezeichnen soll. Fast 20 Jahre arbeitete Petra Schöbel in der Praxis von Mechthild Bach. Im Laufe der Zeit entwickelte sich zwischen ihr und der Ärztin eine Freundschaft. Die Sprechstundenhilfe bewunderte immer, mit welchem Engagement Mechthild Bach für ihre Patienten da war. Wer es brauchte, der konnte also auch abends um 9 oder halb 10 noch kommen, um mit ihr zu reden. Sie war immer sehr ruhig. Sie ist nie laut oder hektisch geworden. Und hat den Patienten eigentlich auch immer noch Hoffnung gegeben. Hoffnung, selbst wenn die Prognose schlecht war. Die Ärztin wurde von vielen Kollegen wegen ihres Einfühlungsvermögens geschätzt. Professor Wolfhard Winkelmüller hat lange für die Schmerztherapie in Deutschland gekämpft. Er hat ihr seine Patienten immer gerne anvertraut.
Ich kenne sie seit vielen Jahren, seit den 90ern. Für mich war sie eine freundliche, eine zurückhaltende Frau, die in ihrem, ja, sie hat so etwa 14 bis 16 Stunden gearbeitet und sich intensiv um ihre Patienten gekümmert und hat sie versorgt. Auch fachlich meine ich, dass sie aus internistischer Sicht ihr Fach beherrscht hat. Seit den 70er Jahren ist man in der Paracelsus-Klinik auf Krebsmedizin spezialisiert. Der damalige Chefarzt Hans Nieper war ein Pionier alternativer Krebstherapien. Seine Methoden allerdings waren unter Medizinern umstritten. Mechthild Bach arbeitete hier viele Jahre als Oberärztin, bevor sie sich mit einer eigenen Praxis selbstständig machte. Von Hans Nieper lernte sie auch die Betreuung der Patienten aus ganzheitlicher Sicht. Es sammelten sich in dieser Klinik, in der Paracelsus-Klinik am Silbersee, viele Prominente, unter anderem Jül Brünner war auch mal Patient bei Dr. Nieper. Also insofern war diese Klinik schon ausgewiesen für die Behandlung von Krebskranken. Es kamen auch viele Patienten, die eben wegen dieser alternativen Medizin zu uns gekommen sind. Entweder durchs Internet oder eben auch von anderen Ärzten geschickt wurden, dass die gesagt haben, gehen Sie zu Frau Dr. Bach, die kann sicherlich noch was für Sie tun. Die Krankenkassen tun sich schwer mit diesen alternativen Behandlungsmethoden. Immer wieder setzt sich die Ärztin für ihre Patienten ein und streitet mit den Kassen um die Übernahme der Kosten. Es gab viele, die noch ein paar sehr schöne Jahre hatten, wo die großen Kliniken gesagt haben, wir können Ihnen nicht mehr helfen, gehen Sie zum Sterben nach Hause. Also ich kann mich da ganz besonders an eine Patientin erinnern. Sie kam zu uns und hat 17 Jahre noch gelebt. Aber sie hat halt auch die Therapie gemacht, die Frau Doktor ihr da angesetzt hat, die sie ihr vorgeschlagen hat, mit Vitaminen, mit Selen, mit Zink und Mistetherapie. Die Patienten sind dann wirklich 5 Jahre zweimal die Woche zum Spritzen gekommen, um ihre Mistelspritze abzuholen. Und das ist ihnen gut bekommen. Das Unheil beginnt im Mai 2003. Die AOK Niedersachsen nimmt die Klinik unter die Lupe. Mitarbeitern war aufgefallen, dass die Ärztin viele Todesfälle auf ihrer Station hat. Zudem verordnet sie ein umstrittenes Medikament, Morphium. Die Krankenkasse will der Sache auf den Grund gehen und setzt einen verdeckten Ermittler gegen Abrechnungsbetrug ein. Ihm zur Hilfe steht ein Gutachter vom medizinischen Dienst. Beide wittern bald einen Skandal von größtem Ausmaß. Im September erstattet der medizinische Dienst Strafanzeige gegen die Internistin. Der Verdacht: aktive Sterbehilfe. Die Staatsanwaltschaft Hannover wird tätig und beschlagnahmt alle Patientenakten. Wir wissen noch nicht, auf wie viele Fälle sich diese Vorwürfe beziehen. Wir haben vorsorglich sämtliche in Betracht kommenden Akten sichergestellt. Die massiven Vorwürfe treffen die Ärztin völlig unerwartet. Eine persönliche Stellungnahme? Keine Chance. Hilflos wendet sie sich an die Medien. Sind ja nun Auffälligkeiten angeblich bemerkt worden. Und der normale Weg ist, dass man dann den Kollegen anspricht und sagt, können wir uns das mal bitte gemeinsam anschauen. Das ist nicht passiert. Dasselbe ist bei der Bezirksregierung. Auch dort ist mir kein Anhörungsrecht gewährt worden. Und ebenfalls jetzt auch beim Verwaltungsgericht. Auch die haben es nicht für nötig gefunden, einfach mal mit mir ein Gespräch zu führen. Die häufigen Todesfälle, das Morphium. Dafür gab es Gründe.
Es war unter Kollegen bekannt, dass sich Mechthild Bach in Langenhagen auch sterbender Patienten annahm. Wir waren ja dankbar zu dieser Zeit, dass es diese Klinik gab. Denn um das Jahr 1998 oder 2000, in dieser Zeit, auch vorher natürlich, gab es ja keine Klinik, die sich dieser Patienten annahm. Also unheilbar Kranke wurden von Klinik zu Klinik abgeschoben. Das heißt, solche, die austherapiert waren, das heißt Chemotherapie, Operation, Strahlentherapie, alles war gelaufen. Und wir waren eben Frau Dr. Bach dankbar, dass sie diese Patienten abnahm. Die Paracelsus-Klinik steht hinter der Ärztin. Der damalige Verwaltungschef schreibt mehrfach an den medizinischen Dienst und auch an die Staatsanwaltschaft mit der Bitte um ein klärendes Gespräch. Vergeblich. So wie dieses Verfahren gegen Frau Dr. Bach begann, hat es sich dann auch mit massiven Verstößen gegen europäisches Menschenrecht und die deutsche Verfassung fortgesetzt. Es begann damit, dass ihr die Möglichkeit des rechtlichen Gehörs zu den Vorwürfen, die ihr völlig überraschend und ja in einer unglaublichen Geschwindigkeit sozusagen überrollend am Anfang gemacht wurden, angetragen wurden, adäquat gar nicht zur Wehr setzen konnte. Bevor sie praktisch durchgeatmet hatte, war ihr schon mal die Approbation vorläufig entzogen. Das ging alles sehr, sehr, sehr schnell und sie war völlig überrollt und auch überfordert, sich dagegen hinreichend zur Wehr zu setzen. Mechthild Bach geht davon aus, dass die Anklage fallen gelassen wird, sobald sie sich erklären darf. Ihr Ziel, möglichst schnell wieder arbeiten. Sie unterschätzt die Macht der Krankenkassen. Einmal unter Verdacht geraten, wird es fast unmöglich, alle Anklagepunkte zu widerlegen. Dennoch bleibt sie zuversichtlich. Es ist genauso eine Belastung, wie sie die letzten Monate auch war. Die letzten Monate waren Herausforderungen noch. Aber die letzten Jahre waren im Grunde permanent eine Herausforderung. Und einfach, man muss schauen, wie gesagt, wie man das also mit Sinn erfüllt. Das ist jetzt das Allerwichtigste. Nicht einfach sich mit Groll oder mit sonstigen belastenden Gedanken zurückzuziehen, sondern nach vorne zu gucken und zu schauen, was gibt es auch für eine Chance. Eine Chance bekommt sie allerdings nicht. Mit besonderem Eifer agieren die Sachverständigen des medizinischen Dienstes der Krankenkassen. Ein ehemaliger Kardiologe, Manfred Schwartau, erhält die Aufgabe, die Patientenakten zu begutachten. Er findet Fehler. Akribisch notiert er jeden nicht korrekt getätigten Eintrag und konstruiert daraus kriminelle Zusammenhänge. Als Motiv unterstellt er der Ärztin Habgier. So soll sie Patienten länger als nötig in der Klinik gehalten haben, um Krankenkassengelder zu kassieren. In der Fachwelt nennt man das Fehlbelegung. Die einzige Möglichkeit für Frau Dr. Bach, eine Fehlbelegungsprüfung zu verhindern, bestand darin, den Patienten sterben zu lassen. Stopp. Deshalb hat Frau Dr. Bach am 26.03. die Entscheidung zur Intoxikation getroffen. Stopp. Die einzige Möglichkeit für Frau Dr. Bach, eine Fehlbelegungsprüfung zu verhindern, bestand darin, den Patienten sterben zu lassen. Stopp. Deshalb hat Frau Dr. Bach am 26.03. die Entscheidung zur Intoxikation getroffen. Stopp. Eine Hetzjagd beginnt. Nicht nur die Staatsanwaltschaft, auch die Medien stürzen sich auf das Thema. Der Fall Mechthild Bach wird zum spektakulären Medizinprozess. Bald hat die unscheinbar wirkende Ärztin den Stempel des Todesengels. Ich habe niemanden getötet. Ich habe Sterbebegleitung gemacht und sonst gar nichts.
am Anfang, und das ist ja nachvollziehbar, wenn man überlegt, mit welcher Lawine, mit welchem Bombardement medial sie von heute auf morgen zentral in der Öffentlichkeit stand, konnte sie eigentlich nur völlig verschreckt und unnahbar reagieren. Da ist dieses Todesengelbild entstanden. Da gibt es Aufnahmen im Fernsehen, in den Zeitungen, wo jeder sagt, na ja, guck mal, wie die auch rüberkommt und wie die aussieht. Es war sicher ein Stück Reaktion auch auf die Situation und die auch Hilflosigkeit, in der sie war, darauf adäquat reagieren zu können. Alle öffentlichen Erklärungsversuche nützen der Ärztin nichts. Der Name Mechthild Bach ist verknüpft mit dem Thema Tod und mit der Angst vor Euthanasie. Wegen Mordverdachts kommt die Ärztin im Februar 2004 in Untersuchungshaft. Was für ein Mensch war sie eigentlich? Mechthild Bach wächst in einem christlich geprägten Elternhaus auf. Als Jugendliche erleidet sie einen schweren Unfall und hat monatelang starke Schmerzen. Von da an kann sie ihr rechtes Bein nicht mehr richtig bewegen. Zunächst studiert die junge Mechthild in Münster Architektur und Mathematik. Als ihre Mutter jedoch schwer an Krebs erkrankt, wechselt sie das Fach. Mechthild Bach studiert nun Medizin und ist getragen von dem Gedanken, Menschen zu helfen. Durch die Erfahrungen mit dem Krebstod ihrer Mutter setzt sie sich intensiv mit dem Thema Sterben auseinander. Zu einer Zeit, als Patienten in Kliniken zum Sterben noch in die Besenkammer geschoben werden, versucht sie, in der Medizin einen neuen Weg zu gehen, einen menschenwürdigen Umgang mit dem Tod zu finden. Sie sterben ist ein Teil unseres Lebens. Und ich denke, wenn man das so akzeptiert, ich sage auch immer wieder, wenn wir geboren sind, ist der Tag unseres Sterbens vorgegeben. Und wir akzeptieren, dass eine Blume stirbt, dass ein Tier stirbt. Und so ist eigentlich auch das Sterben ein Teil unseres Lebens. Wichtig ist nur, dass es in Würde passiert, angstfrei und schmerzfrei. Und das ist letztlich das Entscheidende. Den Tag bestimmt keiner von uns. Ich nicht, sie nicht, niemand. Das war ihr immer sehr wichtig. Also, dass sie den Patienten die Angst nimmt und ja, eben auch die Schmerzen. Und das wussten eigentlich die Patienten auch. Das war eigentlich auch bei vielen der Grund, zu uns zu kommen oder in die Praxis zu kommen. Wie soll ich das sagen? Einfach, dass Frau Doktor eben ihr Bestes tut, also die Patienten bestmöglich versorgt, dass sie ohne Angst und Schmerzen dann eben auch den letzten Gang gehen. Mechthild Bach war vor 10 Jahren so etwas wie eine inoffizielle Anlaufstelle für die Versorgung von Patienten, wenn Heilung nicht mehr möglich ist. Deutschland ist zu der Zeit in der Palliativversorgung noch ein Entwicklungsland. Während europäische Nachbarn bereits eine ethische Meinung und gesetzliche Grundlagen haben, kann sich hier noch kaum jemand eine Station vorstellen, auf der Menschen sterben. In der Zeit gab es in Hannover überhaupt kein Angebot an Palliativmedizin. Ich habe damals eine Karte gesehen, eine Landkarte, in der alle palliativmedizinischen Einrichtungen in der Bundesrepublik markiert waren. Und da war Hannover, die Region Hannover, ein weißer Fleck. Hier gab es gar nichts. Das heißt, es stellte sich dann doch die Frage, hier etwas einzurichten, zu initiieren, jedenfalls die Palliativmedizin zu etablieren
und sich auch darum zu mühen, dass die Kosten übernommen werden von den Krankenkassen. Das war ja bisher auch nicht der Fall. Die Krankenkassen, allen voran die AOK, zeigen sich der Palliativmedizin gegenüber verschlossen. Die damalige Chefin der AOK Niedersachsen hat überhaupt kein Interesse daran, diese Vision einiger engagierter Ärzte zu finanzieren. Da kam es zu einem Streitgespräch zwischen dem damaligen Präsidenten der Palliativmedizin, Professor Dr. Klaschik, und damals der Vorsitzenden der AOK Hannover, damals Frau Lühr, die auf keinen Fall Kosten für Palliativmedizin übernehmen wollte. Die Paracelsus-Klinik beauftragt im Sommer 2003 einen renommierten Palliativmediziner der Uniklinik Aachen, Mechthild Bach, zu begutachten. Professor Lukas Radbruch kommt zu dem Ergebnis, dass die Ärztin fachlich kompetent ist. Ihm fällt allerdings auf, dass die Dokumentation Lücken hat. Nicht alles wurde sorgfältig notiert. So fehlen häufig Eintragungen über Schmerzen. Vor Gericht sind es diese Lücken, die Mechthild Bach später zum Verhängnis werden. Wir haben es nicht besser gewusst. Wir haben Fehler gemacht, aber wir waren am Patienten. Es war wichtig, dass der Patient versorgt wurde, pflegerisch wie auch menschlich, mal die Hand halten, ans Bett setzen. Und das wäre nicht gegeben gewesen, wenn wir immer nur gestanden hätten und geschrieben hätten. Da haben wir Fehler gemacht. Die Staatsanwaltschaft geht mit ganzer Härte gegen die Ärztin vor. Warum, fragen sich viele Patienten. Sie demonstrieren vor dem Gefängnis. Formfehler hin oder her. Als Ärztin war sie in den Augen vieler Menschen unschlagbar. Ich bin ohnmächtig geworden. Ich weiß nicht, ob es eine Allergie war oder irgendwas anderes. Und bin dann ins Krankenhaus gekommen. Und Frau Dr. Bach war von der ersten Minute immer für mich da. Sie hat gesagt, Tag und Nacht ist sie für mich da gewesen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, sie hat mir das Leben gerettet. Weil ich nicht wieder aus der Ohnmacht erwachen konnte. Das hat lange gedauert und ich war 16 Tage im Krankenhaus. Und sie hat alles Mögliche getan, dass ich heute noch am Leben bin, habe ich ihr zu verdanken. Meine Mutter war 90 Jahre alt, war todkrank. Wir haben schon gedacht, sie muss sterben. Die wird jetzt 93, ist topfit. Von wem ist sie topfit gemacht worden? Von Frau Dr. Bach. Das sollten Sie mal auch mal schreiben, nicht nur immer Negatives. Sie hat mir auch das Leben gerettet. Sie hat mich damals mit Magersucht wieder aufgepäppelt, aber richtig, war jeden Tag da. Ich hatte manchmal abends am Bett so leichte Hänger. Da kam sie abends um 10 zu mir ins Bett. Sie hat meinem Vater das Leben gerettet. Der lag bei ihr, der wird auch hier heute noch herkommen. Sie hat meine Großmutter vom Pflegeheim bewahrt. Und ich finde einfach nur, was an dieser Frau betrieben wird, ist Rufmord. Absoluter Rufmord. Doch die Meinung der Patienten auf der Straße zählt nicht. Und hat keinen Einfluss auf die Anklage. Der Justiz geht es um Fakten. Ich kläre das mit dem Fachbereich Sicherheit ab. Aber sie wird auf jeden Fall erfahren, dass sie die Karte übergeben haben. Ja? Ich überbringe das als Mitarbeiterin der Anstalt. Danke. Alles Gute. Sie hat nicht viel drüber gesprochen. Sie hat mir nur gesagt, dass sie eben teilweise gemobbt wurde und ich weiß nicht, ob auch ein Übergriff war, keine Ahnung. Wie gesagt, sie hat nicht viel drüber geredet, aber sie war schon recht fertig, als sie da wieder rauskam. Und sie hatte dann halt die Möglichkeit, rauszugehen oder in den Hof zu gehen, an die frische Luft zu gehen oder überhaupt aus der Zelle zu gehen, wenn die anderen dann eingesperrt waren. Nach 3 Wochen kommt Mechthild Bach auf Kaution wieder frei. Die Zeit im Gefängnis ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe, wird sie später einem Freund erzählen. Mehr sagt sie nicht. Der Mensch, Mechthild Bach, hat sich verändert. Etwas in ihr ist zerbrochen. Für die 52-Jährige werden die nächsten Jahre zur Geduldsprobe. Sie darf nicht arbeiten, hat kein Einkommen mehr und ist deshalb gezwungen, ihre Praxis zu verkaufen.
Noch immer hofft sie, dass die Anklage gegen sie eingestellt wird, sobald sie sich vor Gericht erklären darf. Es wird 4 Jahre dauern, bis das Verfahren endlich eröffnet wird. Das zog sich derartig lange hin. Das war auch schon für die betroffene Ärztin nicht erträglich. Es ist ja der schlimmste Vorwurf, den man einem Arzt machen kann, dass er einem Menschen nicht hilft, sondern dass er ihn ums Leben bringt. Und ich war damals schon über die lange Verzögerung der Sache sehr überrascht. Man las ja immer wieder in den Zeitungen, immer wieder. Dann weiß ich auch nicht, ob man gleich von Anfang an die richtige Sachverständige geholt hat. Das ist unerträglich. Das durfte einfach nicht passieren. Neben Manfred Schwartau tritt ein zweiter Gutachter auf den Plan. Die Staatsanwaltschaft beauftragt den Schmerzmediziner Michael Zenz aus Bochum, sich ebenfalls der Pflegeprotokolle anzunehmen. Dieser lässt sich Zeit. Für die Begutachtung einzelner Patientenakten benötigt der Professor aus Bochum länger als 5 Jahre. Und die Staatsanwaltschaft schaut zu. Das ist in den Akten dokumentiert. Diese Aufträge sind erfüllt worden im Herbst 2008 bzw. Frühjahr 2009. Die Staatsanwaltschaft schiebt die Verantwortung von sich. Wir hatten insgesamt 78 Patientenfälle zu überprüfen, ob es hier insoweit Anhaltspunkte gegeben hat dafür, dass die Patienten eines nicht natürlichen Todes gestorben sind. Und gerade diese Vielzahl der Patientenfälle macht es dann natürlich auch schwierig, die Ermittlungen und auch die Begutachtung zeitnah abzuschließen. Und ich habe umfassend die Korrespondenz vorgetragen zwischen dem Gutachter und der Staatsanwaltschaft während dieser 5 oder fast 6 Jahre. Und Sie werden dort finden, freundliche Erinnerungen nach 3 Jahren, es sei doch nun langsam eilbedürftig. Und Sie werden finden, Schreiben des Gutachters, der sagt, ich mache das, wenn es die Belastung in der Klinik oder in den Kliniken, in denen ich tätig bin, und an der Universität zulassen. Das sind Situationen, da hat man als Staatsanwaltschaft den Auftrag, wegzuholen oder aber der Gutachter von selber zu sagen, ich schaffe das innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht und gebe den Auftrag zurück. Als das Verfahren im Frühjahr 2008 endlich eröffnet wird, sind Zeugen bereits verstorben. Doch es kommt noch schlimmer. Nach einem halben Jahr platzt der Prozess, weil der Richter erkrankt und das Landgericht versäumt hat, einen Ersatzrichter zu bestellen. Mechthild Bach wartet erneut. 1,5 Jahre, bis das Verfahren von vorne beginnt. Hans-Ludwig Schreiber ist Professor für Strafrecht und war früher Präsident des Hannoverschen Landgerichts. Sein Arbeitsschwerpunkt, das Thema Sterbehilfe. Aufmerksam beobachtete er deshalb den Prozess. Es schien mir, als sollte das Grundthema Euthanasie anhand dieses Falles gründlich aufgearbeitet werden. Ich hatte den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft oder wer das betrieb oder das Gericht, dass der Prozess mit großer Aggressivität geführt wurde. Ellen Erhardt geht manchmal auf dem Friedhof spazieren, um ihren verstorbenen Nachbarn Rita und Wolfgang nahe zu sein. Ich war hauptsächlich mit seiner Frau befreundet, nicht? Aber Wolfgang war natürlich immer dabei. Und wir waren beide so natürlich, mit denen kam man ganz einfach ins Gespräch. Wolfgang kommt im Dezember 2002 mit Krampfanfällen auf die Station von Mechthild Bach. Dort zeigt sich, der Patient hat Krebs im Endstadium. Seine Frau weiß von nichts. Ich weiß gar nicht, ob sie dann an dem Abend noch mal hochkam und mir also erzählte, dass er also Lungenkrebs und Nierenkrebs und Speiseröhrenkrebs und von der Lunge sowieso. Und es war so entsetzlich, dass er war voller Krebs von oben bis unten. Und das hatte keiner vorher gemerkt. Er hatte allerdings offensichtlich Schmerzen gehabt, denn sie kaufte sich immer, weil sie unter
ja, irgendwo im Knie oder was Schmerzen hatte, so eine große Packung Schmerztabletten. Und als sie die dann mal wieder rausnahm nach seinem Tod, da stellte sie fest, dass die fast leer war. Der muss unheimlich viel Schmerztabletten genommen haben, was sie gar nicht mitgekriegt hat. Durch die vielen Metastasen im Brustbereich leidet der Patient unter Luftnot. Weil er seine schlimme Erkrankung nicht wahrhaben will, bespricht die Ärztin alles mit der Ehefrau. Wolfgang, erzählt die Nachbarin, war speziell. Er hat Schmerzen stets für sich behalten. Er war nicht sehr nach außen gerichtet. Zum Beispiel durfte man über seine Krankheiten nicht reden. Das hat er also, konnte er wütend werden. Und das ergibt sich ja automatisch nicht. Wir wussten ja gar nicht, wie krank er ist. Ist gleich vorbei. Der Krebs ist sehr aggressiv und die Krankheit schreitet schnell voran. Auslöser für die Krampfanfälle sind Metastasen im Gehirn. In den letzten 2 Tagen bekommt der Patient ein Beruhigungsmittel und alle 6 Stunden 10 Milligramm Morphin, um das Atmen zu erleichtern und um ihm die Schmerzen zu nehmen. Insgesamt sind das keine hohen Dosen. Wir haben Patienten mit starken Schmerzzuständen, die lange an Morphin gewöhnt sind, die hier Dosen bekommen von 4000 Milligramm intravenös, was noch mal hochpotenter ist gegenüber einer Tablettentherapie. Aber man muss eine Morphintherapie immer einschleichend eindosieren. Das heißt, in einem oralen Bereich von 5 bis 10 Milligramm als Einzeldosis, subkutan vielleicht 5 Milligramm. Und dann gucken, dass man es so aufbaut, dass die Patienten schmerzfrei sind, aber nicht Zeichen einer Überdosis haben. Ich hatte heute Morgen mal versucht, ohne Sauerstoff auszukommen. Aber nach einer Zeit muss ich es dann doch wieder nehmen. Dann gibt die Luft doch wieder weg, ne? Können Sie sich belasten? Können Sie aufstehen? Geht das? Oder ist das auch nur schwer möglich ohne Sauerstoff? Ja, schon eine Doppelmatratze. Ingo Zander ist zertifizierter Schmerzmediziner und arbeitet auf einer modernen Palliativstation. Jede Therapie wird heute individuell angepasst. Die Standards haben sich in den letzten 10 Jahren sehr verändert. Der Einsatz von Morphium ist mittlerweile Routine. Und wenn jemand dabei ist, mal aufzustehen. Ich habe heute geduscht, also das war ganz angenehm. Ne? Ja, Morphium ist eins der wichtigen Medikamente, die wir einsetzen müssen. Zur Schmerztherapie, aber auch bei Luftnot. Also weil Morphium die Toleranz im Gehirn für Kohlendioxid steigert und dementsprechend die Patienten weniger Luftnot haben. Es ist auch angstlösend. Bloß man sollte immer sehen, dass man mit einer Morphiumtherapie ein Symptom behandelt und nicht ein Morphium macht, um halt dem Patienten möglichst schlafen zu legen, weil man selber vielleicht den Tod nicht akzeptieren kann oder das Sterben nicht ertragen kann. Also ich muss immer bei jeder Therapie, die ich mache, muss ich eine Indikation haben und auch ein Symptom und das Einverständnis des Patienten. Der Gutachter findet in den Dokumentationen weder Schmerzen notiert, noch das Einverständnis des Patienten zur Morphintherapie. Wie auch. Wolfgang wollte von seiner Erkrankung gar nichts wissen. Auch das Gespräch mit der Ehefrau ist nicht notiert. Ärzte und Schwestern. Manfred Schwartau geht also davon aus, dass die Ärztin heimlich gehandelt hat. Mehr noch. Er unterstellt ihr sogar, besonders grausam und perfide vorgegangen zu sein. Stopp. Ärzte und Schwestern haben sich um den Patienten nicht mehr gekümmert, nachdem Morphium gegeben wurde. Stopp. Es gab keine Überwachung der Opiate. Stopp. Der Patient hat auch kein Essen mehr bekommen. Stopp. Frau Dr. Bach hat in vielen, vielen Gesprächen, die wir geführt haben, mit mir darüber geredet und hat es nicht verstanden. Sie hat immer wieder gefragt, warum hasst dieser Mann mich? Warum agiert er so gegen mich? Warum kann er gar nicht zulassen, dass irgendwann mal auch etwas zu meinen Gunsten gewürdigt werden kann? Die Richter verlassen sich auf die Einschätzung der Sachverständigen. Zu massiv sind die Vorwürfe. Die medizinischen Kollegen bemerken erst sehr spät, dass vor Gericht vieles schiefläuft. Es war natürlich auch die fehlende Einsicht in die Akten.
So hatte ich immer verstanden, Frau Dr. Bach hat Höchstdosen vom Morphin verabreicht und hinterher höre ich, dass das Dosen von 3 × 10 Milligramm oder dergleichen waren. Also wir waren abgeschnitten von dem Prozessgeschehen. Und die Argumentation konnte man ja im Einzelnen nicht verfolgen. Ich glaube, da lag auch viel, und man dachte sich gut vertreten durch die Gutachter, das heißt auch durch die Gegengutachter. Wolfgang stirbt nach 3 Wochen in der Klinik. Seine Ehefrau sah nie einen Grund, an der Therapie von Mechthild Bach zu zweifeln. Nein, sie fand die Anklage eine Unverschämtheit, also. Das fand sie so idiotisch wie nur irgendwas. Ihm war es ja nur noch schlecht genug gegangen. Also die hatten ja einen Grund, das zu machen. Wenn man 19 Jahre mit jemandem zusammenarbeitet, dann kann man nicht 19 Jahre nicht sehen. Oder solche Sachen nicht mitkriegen. Das geht nicht. Und ich war ja nicht die Einzige, es waren ja viele da. Viele Ärzte, viele Schwestern, Pfleger. Uelzen im Nordosten Niedersachsens. Schon wieder einer dieser unzähligen Briefe vom Gericht. Malte Friedrich arbeitete bis vor 4 Jahren als Hausarzt. In seiner Praxis behandelte er auch Heroinabhängige mit der Ersatzdroge Methadon. Vor 4 Jahren stand plötzlich ein Einsatzkommando der Polizei vor seiner Haustür. Seine Frau erinnert sich mit Schrecken an diesen Tag. Es war beängstigend irgendwie. Ich weiß noch, dass ich gezittert habe, wie verrückt. Und die sagten dann, sie suchen meinen Mann und legten mir auch gleich ein Schriftstück vor. Und da stand drauf, dann ein offizielles Schreiben, ich glaube vom Amtsgericht, dass Verdacht besteht gegen meinen Mann. Er hätte 40 Liter Methadon verkauft für, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 40.000 Euro oder sowas in der Art. Und deswegen hätten sie jetzt das Recht, hier einzudringen und ihn festzunehmen. Und ich habe eigentlich nur gedacht, was ist das für ein Quatsch? Genau wie im Fall Mechthild Bach entzieht man dem Arzt sofort die Approbation und damit einer Familie mit 5 Kindern die finanzielle Existenzgrundlage. Alle Patientenakten werden beschlagnahmt. Beim medizinischen Dienst der Krankenkassen erhält wieder Manfred Schwartau den Auftrag, sich der Akten anzunehmen. Also ich dachte, Gott sei Dank, jetzt ist endlich das Gutachten da. Jetzt kann man die Sache klären. Jetzt weiß jeder, da wurde nichts verkauft. Und jetzt müsste die Sache eigentlich mal dem Ende zugehen. Und dann habe ich das Gutachten aufgeschlagen und gedacht, Malte, was hast du denn da gemacht? Also erstmal war ich der Meinung, wenn ein Gutachter schreibt, dann wird da schon was dran sein. Und das, was ich da beschrieben sah, von dem dachte ich erstmal, das kann doch nicht sein. Was habt ihr denn da gemacht in der Praxis die ganzen Jahre, ohne dass das jemand mitgekriegt hat? Das ist doch gar nicht... Das kann nicht sein. Und nachdem ich dann nachgefragt habe und auch immer mal Patient für Patient gefragt habe, sag mal, war das so? Ist es wirklich so gewesen? Und wenn man mir erklärt hat, was eigentlich war und was da beschrieben war, also diese Diskrepanz aufgezeigt hat eigentlich, war mir klar, dass mit diesem Gutachten was nicht stimmt. Nicht, dass mit meinem Mann und seiner Behandlung was nicht stimmte, sondern dass da Dinge beschrieben wurden, die einfach so nicht stattgefunden haben. Die Familie Friedrich holt sich Hilfe beim damaligen Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin. Rainer Ullmann ist entsetzt, als er das Gutachten liest. Beim Lesen fiel sofort auf, dass er keinerlei Sachkenntnis von der Substitutionsbehandlung hat. Man hat den Eindruck, er hat die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung gelesen und einige Richtlinien, aber er hat nie einen heroinabhängigen Patienten aus der Nähe gesehen, geschweige denn ihn behandelt. Was ja nach seiner beruflichen Laufbahn auch das Wahrscheinliche ist. Was er sehr intensiv gemacht hat, ist die Mengen zusammenzurechnen, die Ärzte verordnet aus der Praxis abgegeben oder über die Apotheke hatten abgeben lassen. Und obendrein hat er dann noch ausgerechnet, wie viel mit dieser Menge auf dem Schwarzmarkt verdient werden könnte und wie viele gesunde Menschen damit getötet werden können. Das war nun wirklich alles für einen Gutachter, der a. sachkundig sein soll und b. unvoreingenommen sein soll, nicht mehr zu begreifen. Die Familie gibt bei Ullmann ein Gegengutachten in Auftrag, was vor Gericht nicht akzeptiert wird. Im Februar 2011 wird Malte Friedrich zu 1,5 Jahren auf Bewährung verurteilt. Es gelingt ihm nicht, das Gericht von seiner Unschuld zu überzeugen. Weil
einfach 700 Seiten Behauptungen so viel sind, dass man sich drehen und wenden kann, wie man will. Da bleibt immer irgendwas hängen. Das ist also so, als ob ein Sack Federn ausgeschüttet wird und dann heißt es, und jetzt such die mal schön wieder zusammen. Und das wird immer irgendwo irgendetwas übrig bleiben. Also es funktioniert nicht mehr. Einem Kollegen passiert zur gleichen Zeit Ähnliches. Der Winsener Arzt Hans-Jürgen Quatamer kann die massiven Vorwürfe, die Manfred Schwartau gegen ihn erhebt, nicht ertragen. Er weiß sich nicht mehr zu wehren und begeht im Dezember 2009 Selbstmord. Das Drama ist wirklich, ich kann es mir gut vorstellen, dass jemand, der so unqualifiziert angegangen wird und gar keine Chance sieht, sich dagegen zu wehren, dass der daran zerbricht. Und jemand dann automatisch auch die Approbation sofort zu entziehen bei so einem, im Rahmen so eines Strafverfahrens und dann auch noch erstmal, bevor überhaupt geklärt ist, was eigentlich los ist, sämtliches Honorar der letzten 10 Jahre zurückzufordern, dass das einen zerbrechen kann, das kann ich mir gut vorstellen. Ungeachtet dieser Vorfälle arbeitet der Gutachter Manfred Schwartau weiter. Warum? Diese Frage will uns niemand beantworten. Weder bei der AOK noch beim medizinischen Dienst war man für ein Interview zu sprechen. Mechthild Bach war also nicht die Erste, die an der Hetzjagd der Krankenkasse zerbrochen ist. Bachs Anwälte stellen mehrere Befangenheitsanträge gegen die Gutachter. Die Richter lehnen ab. Schlimmer noch, im Verlauf des zweiten Prozesses bekommen die Gutachter Zenz und Schwartau immer mehr Raum. Die Staatsanwältinnen wirken nur noch wie Staffage. Das Gericht lässt zu, dass die Gutachter der Anklage den Prozess dominieren. Sie haben im Gerichtssaal faktisch die Position des Chefanklägers vertreten. Das hat ja auch eine Logik, wenn man sich verantwortlich fühlt dafür, dass einer beliebten und renommierten und bei Patienten anerkannten Ärztin Jahre vorher ein vorläufiges Berufsverbot ausgesprochen wird und die Anklage meinen medizinischen Gutachten vertraut und daraufhin auch wegen Totschlags anklagt, dass ich mich berufen fühle, das bis zuletzt, bis zum Sieg sozusagen, zu führen. Mechthild Bach beteuert vor Gericht immer wieder ihre Unschuld. Sie beauftragt den renommierten Schmerzmediziner Raphael Duciak als Gegengutachter. Er soll prüfen, ob eine der Dosen, die sie dem Patienten verabreichte, tödlich war. Sein Ergebnis? Negativ. Dennoch würdigt das Gericht keines seiner Argumente. Prozessbeobachter fragen sich, wie es überhaupt sein kann, dass ein Gericht so einseitig wertet. Insbesondere nachher am Schluss, als die Wende kam, man ja auf Mord überging. Da hat man dann, habe ich den Eindruck gehabt, zuschlagen wollen. Am 18. Januar 2011 zieht die Kammer eine vorläufige Bilanz. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Ärztin in allen bisher verhandelten Fällen schuldig ist. Damit nicht genug. In 2 Fällen sieht das Gericht sogar den Tatbestand des Mordes. Mord bedeutet für die Ärztin lebenslänglich. Mechthild Bach muss befürchten, dass sie für 15 Jahre hinter Gitter geht. Die Kammer hat darauf hingewiesen, dass in 2 Fällen möglicherweise auch eine Verurteilung wegen Mordes in Frage käme. Mord deshalb, weil die Patienten bewusstseinsklar gewesen seien und trotzdem nicht von der Angeklagten über die Wirkung der Medikamente aufgeklärt worden sind. Das ist rechtlich dann eine sogenannte Heimtücke, weil die Patienten arglos und wehrlos gewesen sind. Und das führt zwingend dann dazu, dass ein Mord in Frage kommt.
Ja, das Gesetz, sagen wir, das Recht will den Patienten davor schützen, dass er unerwartet und heimlich zu Tode gebracht wird. Es waren doch zweifellos alles Menschen am Ende des Lebens oder am Rande des Lebens. Und deren Behandlung ist ja schwierig. Und mich hat gewundert, mit welcher Intensität hier versucht worden ist, jetzt ein Wort zu konstruieren. Eines dieser vermeintlichen Mordopfer war der Patient Günther B. Der 64-Jährige litt an einer seltenen Form von Leukämie und kam häufig auf Hausschuhen in die Praxis von Mechthild Bach. Der Patient misstraute Ärzten grundsätzlich und ließ sich nur ungern untersuchen. Mechthild Bach schaffte es, einen Zugang zu ihm zu finden. Im Herbst 2002 fängt der Patient an, nach den Mahlzeiten zu erbrechen. Er verweigert von nun an immer häufiger das Essen. Seine Tochter macht sich Sorgen. Ja, mein Vater hat halt nicht gegessen. Und er wurde halt von Tag zu Tag schwächer. Und ja, dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, gut, dann gehen wir mit jetzt noch mal zu ihr halt hin. Ja, und dann, wie gesagt, saß man halt bei ihr. Und dann hat er sich mit ihr halt auch unterhalten. Und dann hat sie ihn gefragt, warum er denn nicht isst. Er könne doch essen. Also es ist nicht, weil er krank ist, sondern er müsste einfach nur essen. Und dass es ihm dann halt auch besser gehen würde. Ja, und er hat halt schon so ein bisschen apathisch halt da gesessen und hat dann halt gesagt, ja, er hat aber keinen Hunger und er will auch nichts essen. Der Patient ist starker Raucher und hat seit Jahren Herzprobleme. Auch die Durchblutung seiner Gefäße funktioniert nicht mehr richtig. Immer häufiger wird er ohnmächtig. Man konnte neben ihm stehen und konnte ihn halt auch gut zureden. Der wurde nicht mehr. Und wir haben das halt auch so empfunden, dass er halt auch nicht mehr gekämpft hat. Weil er war eigentlich immer so ein Stehaufmännchen. Und ja, wenn es ihm halt auch noch so dreckig ging, irgendwann ging es ihm wieder besser und dann hat er auch wieder gekämpft. Aber halt das letzte Mal war das eben halt nicht mehr so. Und auf Drängen der Tochter nimmt Dr. Bach den Patienten in die Paracelsus-Klinik auf. Hier bekommt er Aufbaupräparate. Die Ursache für die Ohnmachtsanfälle kann nicht geklärt werden. Der Patient verweigert die Überweisung zu einem Facharzt. Die Anfälle werden heftiger. 3 Tage vor seinem Tod muss die Ärztin den Patienten sogar reanimieren. Der Vater hatte sich entschieden zu sterben. Davon ist die Tochter überzeugt. Ja, weil er sich von uns verabschiedet hat. Wir haben ihn ja dann nochmal geduscht, weil er dann nochmal duschen wollte. Und wie gesagt, da hat er sich von uns verabschiedet. Ja, dann haben wir ihn halt fertig gemacht, geduscht und wie gesagt, und beim Abtrocknen halt, da hat er uns dann halt in den Arm genommen, was er halt sonst nicht gemacht hat, jedenfalls nicht so. Und ja, es hat sich für uns angehört, als ob er Dank gesagt. So. Ja. Obwohl die Tochter aussagt, findet das bei den Richtern kein Gehör. Auch das Gegengutachten wird nicht gewürdigt. Warum nicht? Das lässt sich nur vermuten. Eine Erhöhung der Anklage auf Mord hätte juristische Voraussetzungen schaffen können, den Prozess, der nun schon so lange dauerte, zu verkürzen. Wollte das Gericht am Schluss Stärke demonstrieren und den Prozess endlich zu einem Ende führen? Das wird im
Dunklen bleiben, für Frau Dr. Bach jedenfalls, war es unerträglich. Und damit konnte sie auch nicht mehr leben. Auf diese Art und Weise öffentlich seziert zu werden, als jemand, die ihr Leben lang immer nach dem Gegenteil dessen, als jemand heimtückisch zu töten, getrachtet und gelebt hatte. Warum galt für sie nicht, was im Strafrecht Grundsatz ist? Im Zweifel für den Angeklagten. Wollte man die Zweifel nicht sehen? ...herkommen zu lassen bei all dem, was um uns herum geschieht. Wieder sind Menschen auf unserer Station gestorben. Manchmal sind wir traurig und entsetzt, manchmal auch erleichtert. Wie auch immer unsere Gefühle sein. Mittlerweile gibt es sie in einigen Krankenhäusern, die qualifizierten Palliativstationen. Anders als zu Dr. Bachs Zeiten wird heute alles im Team entschieden, auch um sich rechtlich abzusichern. Es geht dabei um viele Fragen. Wo möchte der Patient sterben? Im Krankenhaus, zu Hause oder im Hospiz? Wann werden Therapien abgebrochen, um den Sterbeprozess geschehen zu lassen? Nachts mehr Schmerzen habe ich ja ganz häufig, weil die Ablenkung fehlt. Und dann ist es ja auch ganz schön mit einem Medikament, was so 12 Stunden wirkt. Dann kann man ja die nächtliche Dosis oder abendliche Dosis höher setzen. Das Gespräch hilft, Entscheidungen zu finden, Verantwortung zu teilen. Vor allem im Umgang mit schwierigen Patienten. Ich habe sie dann gestern auf die Palliativstation übernommen. Ja, Frau macht mir ein bisschen Schwierigkeiten, muss ich gestehen. Sie hat immer diese Schmerzattacken und die sind recht thorakal unter der Brust. Und da muss man noch mal gucken. Aber sie hat gestern einmalig Bedarf und heute Morgen einmal gebraucht. Auch der Einsatz von Morphium wird offen besprochen. Vieles wird heute offen besprochen. Wir haben einen ganz großen Schritt getan. Es hat sich viel bewegt in den letzten Jahren. Und ich merke das halt auch so, wie am Anfang waren wir ja so ein bisschen Exoten-Palliativmediziner. Und da ist ganz viel in Gang gesetzt worden. Und viele Ärzte beschäftigen sich damit und setzen sich damit auseinander. Ich merke das in den Kursen, dass ganz viele kommen und interessiert sind und das auch lernen wollen. Und auch das Bewusstsein dazu, dass man auch Dinge klären muss hinsichtlich der Sterbehilfe. Das ist ja auch in der Politik jetzt ein bisschen gekommen und auch von den gerichtlichen Beschlüssen. Und ich glaube, da tut sich viel. Der Fall Mechthild Bach hat, so tragisch der Prozess verlief, dennoch die Diskussion zum Thema Sterben in Deutschland vorangebracht. Mittlerweile ist vieles gesetzlich erlaubt, was die Ärztin bereits vor 10 Jahren praktizierte. So dürfen Ärzte heute unnötige und sinnlose Therapiemaßnahmen abbrechen, wenn damit lediglich leidvolles Sterben verlängert wird. Mit dem Einsatz von Morphium darf der Arzt sogar eine Verkürzung der Lebenszeit billigend in Kauf nehmen, wenn der Patient dadurch in Frieden und ohne Todesqualen sterben kann. Doch nach wie vor gibt es zu wenig Palliativstationen in Deutschland. Auch ambulante Dienste fehlen. Noch immer sterben Menschen unter unwürdigen Bedingungen. Wir sind nicht, bei uns nicht, innerlich und sachlich nicht fertig mit der Frage, wann wir jemanden sterben lassen sollen. Und wann wir ihn noch behandeln sollen. Ich habe den Eindruck, dass oft mehr behandelt wird, als richtig ist und als nötig ist. Und dass man jemanden, der eigentlich nicht mehr leben kann, sehr leicht weitertreibt. Wir fürchten uns alle vor dem Tod. Und mögen den Tod nicht. Und deswegen schieben wir ihn möglichst weit hinaus weg. Und wenn dann einer kommt, der bei Patienten annimmt, dann besteht die Gefahr, das scheint mir auch einer der Hintergründe des Prozesses zu sein, dann besteht die Gefahr,
dass sehr, sehr leicht etwas zur Heimtücke oder zur Mordlust zur Heimtücke wird, was von Seiten des Arztes vielleicht als Hilfe verstanden worden ist. Die vernichtende Zwischenbilanz des Landgerichts nimmt der Ärztin den letzten Rest Lebensmut. Ihr wird klar, dass das Gericht sie lebenslänglich hinter Gitter schicken will. Ging ihr sehr schlecht. Und sie hat mir vermittelt, dass sie jetzt jederzeit mit ihrer Verhaftung rechnen muss. Und hat mir auch gesagt, sie weiß nicht, wie sie das durchstehen soll, wie sie das machen soll. Aber sie muss sich jetzt, wie hat sie sich ausgedrückt, ich muss mich der Tatsache jetzt stellen. Es hat sie am Ende zermürbt, es hat sie psychisch und physisch ruiniert. Und als dann in dieser sogenannten Zwischenbilanz in 20 Minuten völlig unvorbereitet noch das Fallbeil über sie hinuntersauste, anders kann man das gar nicht beschreiben, dann war sie in Verbindung mit den Belastungen, die sie hinter sich hatte, und dem, was planbar für sie jetzt kam, nämlich eine Verurteilung dieses Gerichts. Da passte kein Blatt Papier mehr zwischen, so wie das Gericht diese vorläufige Zwischenbilanz rüberbrachte. Daran ist sie zerbrochen, und die Verfahrensdauer spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle dabei. Fünf Tage nach der sogenannten Zwischenbilanz nimmt sich Mechthild Bach das Leben. Freunde sagen, sie starb an einer Überdosis Justiz. Mehr als 500 Freunde, Weggefährten und Patienten nehmen in Langenhagen Abschied. Für viele unfassbar, was passiert ist. Ja, was für ein Zeichen ist der Dokumentationswahn, der uns ja nicht nur hier ergriffen hat. In einer Zeit, in der Hospizbewegung und folgeweise Palliativmedizin noch nicht den heute erreichten differenzierten Standard hatte, stand sie in einer Tradition, die sich nicht mit dem Schein schulmedizinischer Verobjektivierbarkeit zufrieden gab, sondern verantwortungsvoll den ganzen Menschen einbezog. Es ist so kalt geworden auf dieser Welt, sagt Mechthild Bach kurz vor ihrem Tod in einer E-Mail. Sie sah ihr Leben zerrieben zwischen Akten, Gutachten und Vorurteilen, bis am Ende von ihr als Mensch nichts mehr übrig blieb. Ihren engen Freunden schreibt Mechthild Bach in der Nacht, in der sie stirbt, Abschiedsbriefe, darin jeweils die Worte: Ich gehe mit ganz reinem Gewissen. Ja, es ist so traurig, wie das alles gelaufen ist. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass das in Deutschland so möglich ist, wie das mit dem Prozess gelaufen ist oder wie das mit der ganzen Anklage gelaufen ist. Das finde ich schon ziemlich traurig.